Eine große Sportskanone bin ich nicht, aber theoretisch interessiere ich mich schon von Kindesbeinen an für manche Sportart. Und so bin ich vor einigen Jahren mit ein paar Freunden hier in Augsburg auf die Idee gekommen, wir könnten doch mal zum Tegelberg fahren. Anlass: die Weltmeisterschaft im Drachenfliegen. Und so haben wir uns in Bewegung gesetzt. Aber je weiter wir von Augsburg wegfuhren, den Alpen entgegen, umso dicker wurde der Nebel. Und dann, als wir unten am Berg standen, eine echte Nebelsuppe. Wir sind mit der Gondel nach oben gefahren und siehe da, ein kleines Wunder. Der Himmel war strahlend blau, die Sonne lachte und die Welt war wie ausgewechselt. An diesem zweiten Fastensonntag macht Jesus mit einigen seiner besten Freunde, den Aposteln, auch eine Bergwanderung. Natürlich nicht auf einen so hohen Berg, wie es die Alpen sind. Er geht mit ihnen nach Tabor, auf den Gipfel dieses Berges. Und da wird er verklärt. Auch vorher war ziemliche Nebelsuppe. Wer ist Jesus wirklich? Was hat er uns zu bieten? Was verlangt er von uns? Haben die berufenen Apostel immer wieder gefragt. Mit sich gerungen, auch bei Jesus, fragten sie nach. Und als er mit ihnen auf den Berg gestiegen war, da geschieht es. Er zeigt ihnen, wer er wirklich ist. Nicht nur eines Menschenkind, sondern Gottes Sohn. Eine Stimme vom Himmel sagte: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und plötzlich ist der Nebel vorbei. Die Jünger wissen, wen sie da vor sich haben. Doch sie müssen wieder runter vom Berg, hinunter in die Niederungen des Lebens. Und da geht es weiter nach Jerusalem. Kein Spaziergang, ein Kreuzweg wartet auf Jesus. Und da will er sie mitnehmen. Auch bei uns ist gerade die Situation ganz schön nebelig. Wir wissen nicht, wie wir aus der Pandemie rauskommen, wann denn Corona-Lockdown aus ist, ob es Stufenpläne gibt oder auch nicht. Alles im Nebel. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass es auch heute Tabor-Erlebnisse gibt. Momente, wenn Jesus zu uns spricht: Ich bin es, ich bin mit euch, ich bin Gottes Sohn. Wenn ihr auf mich hört und meinem Evangelium folgt, dann lichtet sich auch euer Nebel und die Sonne eures Heils geht auf. Musik.